Ihr nächstes Rennen findet auf der Road America statt. Mehr als 800.000 Besucher zieht es jedes Jahr zu einer der über 400 Veranstaltungen. Und damit herzlich willkommen zurück hier, liebe Motorsportfreunde, bei Mr. Easy Racer und dem Let's Play Forza Motorsport 6. Ja, immer noch in der Gran Turismo Staffel mit unserem wunderschönen Jaguar. Ja, der ja letzte Folge nochmal richtig gut abging, der XKJR oder was das genau ist, ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau. RS ist es ja, stimmt. Und, nö, auf Pro erhöhen? Hä? Wartet mal, auf was steht denn die Driver-Schwierigkeit? Wir waren nochmal auf Experte, jawohl. Achso, das wäre dann Pro. Okay, nee. Wir bleiben natürlich auf Experte, das sollte jetzt erstmal langen. So, wir haben noch Mods bestimmt. Okay. Man müsste man halt... Ach, ich habe ja ein neues Mod-Paket letztes Mal bekommen, gell? Aber so viel grünes Zeug war da leider nicht dabei. Gar nichts eigentlich. Das ist schon ein bisschen kacker. Nur ein grünes haben wir jetzt noch. Boost. Ja, komm, dann nehmen wir das mit. Dann nehmen wir das einfach mit und dann passt das. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach rein. Starten wir das Ding. Wollen gar nicht großartig Zeit verlieren. So, ja, dann schauen wir jetzt einfach mal, wie es läuft. Wir werden Cockpit-Perspektive fahren. Ist sogar schon eingestellt. Und dann passt das. So, wir haben ein bisschen viel Wheelspin wieder am Anfang. Und da verlieren wir auch direkt mal viel Zeit hier. Aber jetzt der Rettungssack hier in seinem Aston Martin. Ah, der macht uns hier gut die Tür zu. Ich ziehe innen rein ein bisschen. So, oh, GTR. Bleib jetzt hier mal im dritten Gang immer. Ich glaube, das ist besser. So, jetzt holen wir uns den wenigstens. So, oha, quer. Da gehe ich gut quer durch gerade. So, den Aston Martin Zagato, den sollten wir doch eigentlich locker schnupfen können. Jawohl, so ist es. Guter Windschatten. Alter Schwede, was ist mit dem Jaguar hinter mir los? Holy moly. So. Der macht auch Harakiri-Manöver. Aber wirklich Harakiri. So, ich habe mal ein bisschen Short geschiftet hier. Weil ich habe Schiss, dass der zu sehr mit dem Arsch kommt im zweiten Gang. Ja, der Schiss ist auch begründet. Ihr habt das gerade gesehen. Ah. Shit. Na, Mann. Und dann ist einfach wieder das Magnetgras da. Komm schon. Ja, das hat viel Zeit gekostet. Das hat wirklich viel Zeit gekostet. So, ich kann wirklich sehr, sehr spät bremsen, weil mein Jaguar wirklich mega gute Bremsen hat einfach. Komm schon. Lass mich durch. Komm. Wenn da keine Lücke ist, muss man sich eben eine machen. Sehr schön, sehr schön. Ja, ich sag ja, mein Jaguar hat wirklich wundervolle Bremsen. Jawohl, jetzt schön im dritten Gang. Haben genug Drehmoment, raus beschleunigen. Sehr, sehr schön. Jetzt sind wir schon mal auf 4. Das schaut doch mal ganz gut aus. Kann sein, dass die Corvette hinter mir jetzt kommt. Sie hat vielleicht ein bisschen mehr Topspeed als wir. Oh, der könnte zu spät sein. Nee, geht gerade so gut. Nehmen wir ein bisschen die weitere Linie mit. So, oh, letzte Rille hier drüber. Wie gesagt, ich bleibe hier schön im dritten Gang, weil ich sonst Schiss habe im zweiten. Aber schaut gut aus. Also wir kommen wirklich ganz gut hier voran. Wie gesagt, der erste ist natürlich mal wieder, oder die ersten drei haben schon wieder gut Abstand zueinander aufgebaut. Aber Alter, wir haben richtig gut Topspeed jetzt. Auch guck mal, wie wir näher kommen. Oh, der war fast zu spät. Aber unglaubliche Bremsen. Allein wie ich da beim Anbremsen nur an die Viper näher kam. Das war schon fett. Und jetzt können wir es vielleicht auch außenrum halten. Ah, ich muss nochmal kurz die Bremse lupfen. Und jetzt geht er doch nochmal wieder vorbei. Aber jetzt sollten wir vielleicht ein bisschen mehr Topspeed auf der Geraden haben. Alter Schwede. Ich krach den volle Kanne ins Heck.
So, jetzt, jawohl, sehr gut. Jetzt sind wir vorbei. Jetzt sind wir durch. So. Jawohl, er ist vielleicht außen noch, aber haben wir jetzt ein bisschen die Tür zugeschmissen. So, hier schalte ich jetzt mal auf den zweiten zurück, aber durch diese Kuppe wird das Heck auch relativ leicht. Jawohl, sehr gut. Also, mit der Jaguar lässt sich wirklich ganz gut steuern. Das muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Weiß jetzt nur nicht... Oh shit, der war zu spät. Und dann kommt Untersteuern. Also, wenn du zu spät auf der Bremse bist, dann kommt wirklich das Untersteuern. Und ich mag Untersteuern nicht. Weil ich Untersteuern nicht korrigieren kann. Übersteuern kann ich korrigieren. So, direkt mal hier einen vierten. Shit. Oh Mann, das geht zu weit raus. Fuck. Da habe ich mich jetzt ein bisschen vertan. Und mein Mikro wird wieder so mega laut. Ah, die macht auch nochmal ätzend zu hier am Ende. Boah, Alter. So, aber die ersten zwei, die habe ich bis jetzt wirklich gar keine Schnitte. Und ich gehe jetzt hier auch mal ein bisschen zu quer raus. Das war nicht gut. So, ich versuche mein Mikro, weil... Keine Ahnung, ich habe irgendwie... Das biegt sich immer wieder rein, Richtung zu meinem Mund. Das ist nicht so toll. Jawohl, das schaut gut aus. Die Kurve war sehr nice. Jawohl, hier wieder... bisschen das Gras mitgenommen. Aber im Endeffekt fragt er ja keiner mehr. Sehr gut. Aber nee, die ersten zwei. 400 Meter sind die weg. Habe ich wirklich null Chance. Zero. Aber wirklich. Aber wirklich null Chance. Jetzt sind es mittlerweile 500 Meter. So. Oh, der könnte zu spät gewesen sein. Nee. Geht gerade noch so. Also manchmal unterschätze ich wirklich die Bremsen, die ich in der Kiste hier drin habe. Das ist krass. Jawohl, komm, quer. Jawohl, sehr schön. Aber ihr seht es, nach hinten kann ich mich so kontinuierlich halten. Ah, nach vorne geht einfach null. Nach vorne geht wirklich null. 0,0. So. Shit, der war zu weit. Ja, das machen wir nochmal. Das war einfach ein Ticken wirklich zu weit. Da habe ich gedacht, ah, das könnte noch gut gehen. Aber dann hat die Bremsleistung dann leider doch nicht mehr gereicht. Muss ich ein bisschen früher anfangen zu bremsen. So. So, jawohl. Kann ich einfach ein bisschen früher auch einlenken in die Kurve. Dann passt das besser. So, sehr gut. Den zweiten nochmal kurz short geschiftet. Dass wir hier mit schön Schwung rauskommen. Nee, aber wirklich die ersten zwei. Keine Chance. Wirklich gar keine Chance. Auch wenn ich meiner Meinung nach eigentlich ganz akzeptabel gefahren bin. Kann man sich wirklich nicht beschweren jetzt hier gerade. Gut, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu viel quer, aber gut. Das war vielleicht ein bisschen zu früh gebremst. Aber sonst denke ich mal, schauen die Runden eigentlich ganz akzeptabel aus, die ich da hingelegt habe. Ja, nochmal 2,2 Sekunden schneller, aber es bringt nichts. Es bringt absolut nichts. Ich komme nicht weiter nach vorne. Ist unfassbar, was die da wirklich für ein Tempo vorlegen. Habe ich gar keine Chance. Ist schade. Obwohl das ja noch so ganz gut lief im letzten Part. Aber gut, was sollen wir machen? Kann ich nichts machen.
Muss ich jetzt so hinnehmen. Ja. Ist halt jetzt so. Der Ultimate Hitmarker, jawohl, der ist wieder vorne. Ja, so eine 228-2 sind wir am Ende nochmal gefahren, aber was das jetzt im Endeffekt wert ist, das kann ich euch leider nicht sagen. Ja, aber dafür 31.900 Credits erhalten. Das schaut da auch schon mal nicht ganz so schlecht aus. So, jawohl, eine neue Affinitätsstufe haben wir jetzt auch für Jaguar bekommen. Ist natürlich sehr, sehr nice. Und ja, jetzt gehen wir weiter zum Nürburgring. Ihr nächstes Rennen findet auf dem Nürburgring statt, einem der Austragungsorte des Großen Preises von Deutschland. Jawohl, neben dem Hockenheimring, glaube ich, oder? Bin mir jetzt nicht sicher, aber es sollte, glaube ich, sind die einzigen zwei Strecken, die sich Grand Prix von Deutschland schimpfen dürfen. Ja, die Nordschleife werden wir nicht fahren. Das glaube ich jetzt mal nicht. Sondern wir werden eher nur die Grand Prix-Strecke fahren, das dann noch bei Regen. Heilige Mutter Maria, Heidewitzka. Aber ich bin ganz confident. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt rein. Jetzt wieder mal aus Third Person. Wie gehabt, immer schön im Wechsel. So. Die nehmen wir. Und ab die Post. Hab natürlich noch weniger Grip jetzt. Die ersten zwei Gänge gehen einfach durch. Gehen wirklich durch einfach. So. Jo, da gibt es ein bisschen Gekloppe hier. So, wunderbar. Und der erste denkt sich direkt mal wieder, ich ziehe mal ein Stück weg. Und ich denke mir mal, gehen wir mal ein bisschen quer. Oh, shit. Das war nicht gut. Alter, Leute. Da kann ich ja direkt im dritten anfangen. Sonst finde ich ja überhaupt gar keinen Grip. So. Ich glaube, ich bleibe jetzt hier auch im dritten, weil es macht anders keinen Sinn. Und dann rutsche ich einfach raus. Einfach so. Einfach so rutsche ich da raus. So, hier innen steht natürlich das Wasser, ganz klar. Jawohl. Wie gesagt, ich kann direkt in den dritten gehen, weil der zweite bringt mir überhaupt nichts. Deswegen, das werde ich jetzt auch hier so beibehalten. Na okay, der zweite wäre vielleicht hier doch mal ganz wichtig. Aber sonst, jo, vier Runden haben wir. Oh, hier kommen wir gut ran im Schumacher S. Das schaut sehr gut aus. Perfekte Kurve, wunderbar. So. Wir haben natürlich den Bremsbonus. Haben wir natürlich noch drin. Aber dafür auch die Prozente mehr Leistung. Aber sehr schön im dritten Gang einfach quer. So wie ich das sehen will. So, er bremst hier, aber ja, jetzt weiß ich, warum er bremst. Die könnte voll gehen, wenn ich das in einem durchlenke. Vielleicht. Ich probiere es jetzt nochmal. Oder ich gehe zumindest nur mal vom Gas. Ja, das reicht. Sehr gut. Sehr gut. So, den wollte ich jetzt schon mir hier holen. Yes, das funktioniert auch. Überholmanöver. Einfach ein bisschen später gebremst und dann passt das. Aber hier musste ich jetzt mal ganz kurz den zweiten zurückschalten, weil sonst komme ich überhaupt nicht aus dem Pushen. So. Die erste Kurve ist eng. Woppa. Wie gesagt, ich kann direkt den dritten gehen. Und hier durch die engen Ecken, da habe ich sowieso keinen Grip. Ihr seht es. Aber wirklich null Grip. Ja, ich versuche mich hier irgendwie ein bisschen lang zu hangeln im dritten Gang.
Ihr werdet es wahrscheinlich merken, dass ich da relativ untertourig fahre, aber Hauptsache ich habe Grip. Das ist das Wichtigste. Oh shit, Alter. Komplett quer rein hier. Da sollten eigentlich die ganzen Allradler aller Nissan GT-R so Vorteile haben. Aber irgendwie können die das nicht so ganz ummünzen. In Vorteile. Das war zu weit. Das war zu weit. Das war zu weit. Jo, da habe ich auch einen Tick zu spät angefangen zu bremsen, glaube ich. So. So, das war jetzt fast wieder ein bisschen zu früh. So, komm schon den dritten und Grip. Yes, sehr gut. Im dritten und dann Grip. Ja, ziehen rum. Sehr schön. Sehr schön, da kommen wir immer gut durch, durch Schumacher S. Da holen wir Zeit raus. So, und hier vielleicht auch ein Ticken. Oh, shit. Dann haben wir natürlich hier schlechte Anfahrposition. Aber ging. Vielleicht wieder jetzt unsere Lieblingsüberholmanöver. Überholstelle hier. Boah, die Corvette bremst aber hart. Sehr gut. Und vorbei. Oh, der könnte zu spät gewesen sein. Nee, geht gerade noch so. Oh, shit. Ah, das machen wir nochmal. Das war blöd, dass ich da gerade rüberrutsche. So, direkt den dritten, jawohl. Dann haben wir wenigstens halbwegs Grip. So, wow. Ich rutsche weiter und weiter. So, und direkt den vierten, jawohl. So kriegen wir wenigstens ein bisschen mehr Grip. Ich glaube, Grip ist in dem Rennen das häufig gesagteste Wort. Ach du Kacke. Aber ich komme nicht so wirklich ran. Der erste fährt wirklich gut. Gut, das ist sowieso nicht mein Streckenteil hier. Ja, das war zu übertrieben. Das ging nicht gut. Selbst auch im dritten Gang nicht. So, komm schon hier rum. Komm schon, find Grip, Jaguar. So, und jetzt raus. Alter, was ist denn mit meinen Reifen jetzt los? Nur noch am Wheelspin. Ah, wirklich nur noch. Ja, es hat mich auch mega viel Zeit gekostet gerade. Man sieht's auch. Der vorne zieht einfach weg. Aber als hätte ich gar keinen Grip jetzt mehr. Was ist denn los? Also, auf einmal ist er 300 Meter weg. Unfassbar. Aber wirklich, so als hätte ich von heute auf jetzt oder von jetzt auf gleich keinen Grip mehr. Das ist nicht so gut gewesen gerade. Keine Ahnung, was das war. Im ersten Sektor, da hatte ich wirklich richtig Hardcore-Grip-Probleme. Aber wirklich richtig krass. So, auf dem Teppich ist es natürlich auch rutschig, ohne Ende. Jawohl, komm schon. Ja, aber im zweiten Sektor konnte ich wieder ein bisschen was rausholen. Oh shit, Alter, das war letzte Rille gerade. So, zack, hier drüber. Aber der erste fährt jetzt auch auf einmal eine Pace, das ist unfassbar. Gut, meine Pace war jetzt nicht gerade gut in der letzten Runde, das stimmt. Schon wieder so weit hier. Nee, 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 nee. Dann komme ich gar nicht mehr auf den grünen Zweig hier. Jetzt so. Alter, guck mal, ich finde... Was ist denn jetzt los? Wieso finde ich jetzt überhaupt gar keinen Grip mehr? Das ärgert mich jetzt gerade ein bisschen. Dass ich halt gar keinen Grip jetzt mehr gerade gefunden habe.
So. So, jetzt habe ich mal ein bisschen sehr früh gebremst, weil ich das jetzt hier nicht nochmal riskieren wollte, so spät. Alter, und dann kommt da ein Rutscher und ich kriege einen Gegenpendler. In der Kurve und dann ist da auch noch eine Pfütze da unten. Alter, unfassbar. Was ist denn da jetzt los? Unfassbar, her. Also das ist... Alter, ich drück nix. Ich drück nur ein bisschen aufs Gas. Und dann geht das Ding nur quer. Wieso denn jetzt? Es lief doch vorhin eigentlich relativ gut. Wieso jetzt auf einmal? Wieso jetzt auf einmal hast du kaum Grip? So, und jetzt überholt mich der zweite auch noch. So, jetzt können wir aber hier vielleicht... Ich wollte sagen, mit etwas mehr Überschuss rauskommen, aber dieser Überschuss, der verflüchtigt sich ja sofort in Wheelspin. So. Nee, das bringt hier nichts. Ich hol mir den Platz wieder zurück im Schumacher S oder danach. Wenn ich bis dahin den Abstand überhaupt halten kann. Wahrscheinlich eher nicht. So wie der mir jetzt gerade wegzieht. Schade. Das wäre wirklich schade jetzt gerade. Weil ich war wirklich sehr gut unterwegs. Und auf einmal habe ich ein bisschen das Gefühl, lassen mich meine Reifen ein bisschen im Stich. So habe ich wirklich das Gefühl. Aber wirklich. Ja, ey, da konnte ich doch früher ohne Wheelspin wirklich durchfahren. Aber das geht jetzt nicht mehr. Ja, hier, da kommt er jetzt mir schon mit dem Heck. Und hier aber am Ausgang auch wieder. Dann schalte ich nur ein bisschen Ticken früher hoch, damit das funktioniert. So. Nee, meine Rundenzeiten wurden dann wirklich immer schlechter. Ich habe noch eine kleine Chance vielleicht jetzt, aber wieder 2 Sekunden verloren auf die beste Rundenzeit. So, jetzt vielleicht ein bisschen mit der Brechstange. Au, 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 au. Bisschen mit der Brechstange, bisschen viel mit der Brechstange. Aber ich habe mich nach vorne geschoben. Das war zu spät. Ich habe mich nach vorne geschoben. Er hätte kontern können innenrum. Oh shit. Das war nicht gut, das war nicht gut, das war nicht gut. Duell. Wieso habe ich da hochgeschaltet? Ich habe gedacht, ich wäre da noch im zweiten Gang. So, komm schon, jetzt schieb raus, schieb raus. Yes, sehr gut. Wenigstens den zweiten Platz noch gehalten. Glück gehabt. Bisschen Glück im Unglück. Aber die Zeiten haben mir am Ende überhaupt nicht mehr gefallen. Also da ging es ja wirklich nur noch zurück. Jo, 38.000 Credits dafür aber. Und 12.000 EP. Und nochmal eine neue Affinitätsstufe für Jaguar. Sehr nice. Und ja, Ultima GTR Cup Monster haben wir freigeschaltet jetzt. Und ja, dann würde ich sagen, ich speichere mir die Aufzeichnung. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, weil wir sind jetzt schon wieder gut in der Zeit fortgeschritten. Wie viel Rennen haben wir denn noch? Noch 3 Rennen. Ja, die hauen wir alle in die nächste Folge rein. Also, liebe Leute, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einfach mal ein Like da. Und wir sehen uns dann in Lime Rock West. Bis dann.